Servus Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich muss sagen, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich hoffe, ihr auch nicht, denn ich habe euch heute, wie ihr sehen könnt, wieder drei Packs zu Nacht in Flammen mitgebracht. Wie ihr wisst, können wir hier das Rainbow Glurak ziehen, was natürlich, ja, sage ich jetzt mal, einen saftigen Preis hat, beziehungsweise einen saftigen Wert. Und das würde ich natürlich auch gern mitnehmen, schon allein, weil diese Karte auch ultra nice aussieht. Also drückt mir die Daumen, dass wir hier heute in diesen drei Packs auf jeden Fall einen Big Hit haben. So, wir starten mit dem ersten Pack. Ihr dürft mir gerne auch mal, ja, wie soll ich sagen, eure Vorahnung, eure Vermutungen in die Kommentare schreiben, was ihr denn denkt, was heute in diesem Video gepullt wird. Wie gesagt, das Glurak wäre wirklich hier an der Stelle die beste Karte, die wir hier aus diesem Set ziehen können. Und da würde ich natürlich auf jeden Fall nicht nein sagen. Also, wir starten hier mit einer Wasserenergie, einem Fluchtseil. Hoffentlich flüchtet das Glurak nicht vor uns. Einmal dem Rotom Dex. Legendärster Dex in der Geschichte von Pokémon. Das gute Vipite ist am Start. Ein Toxipet. Seemon. Beziehungsweise, sorry, war ein Seepa. Pampuli, ein Ladybar, schöne Marienkäfer hier in der Winterzeit, ein Hoothoot. Oh, Wulverock, sehr schön. Muss ich sagen, ist wirklich eins meiner Lieblings-Pokémons aus der XY-Serie. Hier natürlich auch in der, lasst mich überlegen, ich glaube Tagform, also. Es gibt es ja einmal in der Tag- und einmal in der Nachtform, beziehungsweise Dämmerungsform oder wie auch immer das dann genannt wird. Aber dieses Wulverock finde ich hier auch wirklich sehr schön. Und wir ziehen ein Zygarde in Holo. Sehr schön. Ja, kann sich sehen lassen. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe hier noch zwei Hüllen. Die tüten wir natürlich beide ein. Ihr dürft natürlich mit in der ersten Reihe live dabei sein, wenn wir hier das gute Glurak ziehen. Deswegen legen wir die Karten hier natürlich hin, dass sie das Glurak natürlich gebührend empfangen dürfen hier, wenn wir es natürlich jetzt aus den nächsten zwei Packs ziehen. So, was haben wir hier? Ein gutes Necrozma als Artwork hier auf dem Booster. Hoffentlich bringst du uns Glück und ein schönes Glurak vorbei. So. Okay. Ich würde sagen, hier lassen wir den Kartentrick mal weg und fangen mit einem Vegimak an. Ein Psiao. Das gute Pikachu. Sehr schön. Pikachu bekommt auch auf jeden Fall an der Stelle mal ein Sleeve. Ist natürlich hier das Franchise-Pokémon. Da will man natürlich auch so viele Artworks bzw. so viele Karten wie möglich haben. Das gute FM am Start. Ein Araquah. Ein Funifras. Muss ich gucken jetzt gerade. Okay. Ist unsere Reverse Holo. Und sehr schön. Ein Machado GX. Sehr, sehr cool. So, ich gehe mal hier ein bisschen näher hin. Centering. Ja, Centering Top to Bottom sieht ein bisschen off-center aus, aber wenn, dann ist es wirklich nur minimal, dass es oben ein kleines Stückchen größer ist als unten. Left to right sieht es ehrlich gesagt ganz stabil aus. Und diese Karte sieht echt nice aus. Sehr schön, über die Karte freue ich mich wirklich. Schauen wir mal, haben wir noch irgendwas dabei? Oh, ein Glutexo. Sehr schön, lege ich hier auch mal noch beiseite. Hier Bisofunk. Auf jeden Fall an der Stelle der kranke Stier am Start. Wir schauen uns die Karte von hinten an. Was würdet ihr sagen? Also auch Centering Top to Bottom. Wenn dann leicht. Leicht mehr auf der Top-Seite, left to right, muss ich jetzt sagen, sieht auch, wenn dann nur minimal, auf der linken Seite verkleinert aus als auf der rechten.
Aber sonst kein Whitening, kein Silvering hier. Die Ecken sind auch relativ stabil. Also, ne, haben wir eine schöne Karte gezogen hier mit dem Machado. Da kann ich mich nicht beschweren. Also über die Karte freue ich mich auch wirklich. Sehr schönes Artwork hier an der Stelle. Sehr schönes Artwork. Und natürlich kommst auch du zur Begrüßungszeremonie von unserem Glurak dazu. Wäre es natürlich ultra nice, wenn wir im letzten Pack noch das Glumanda ziehen würden und das Glurak dazu. Ich glaube, dann kann dieses Pack hier nichts mehr toppen. Und natürlich hier, passend zu unserem gezogenen Machado GX, haben wir hier das gute Machado auf dem Artwork vom Booster mit drauf. So. Na. Will wieder nicht aufgehen hier an der Stelle. Ah, okay. Hier unten ging es dann doch leichter auf. Und wir starten hier mit einem guten Pikachu. So. Einmal raus die Karten. So, wir machen es wieder spannend und nehmen den Card-Trick hier mit rein. So, sehr schön. Wir starten in dieses Pack mit einer Feuerenergie. Natürlich legen wir die hier zum guten Glutexo dazu, weil wir natürlich das Glurak umso mehr anlocken wollen. Ein fleißiges Staffelholz dabei. Ein Bundlebee. Der gute Chris ist am Start. Kleiner Nerd hier. Und Superbrain alias Sheldon Cooper. Das gute Pikachu, was wir gerade schon gesehen haben. Ein Grillmack. Sehr schön. Wir haben hier das Glumanda gezogen. Du kommst natürlich auch hier zur Begrüßungszeremonie vom guten Glurak dazu. Ein Alola Radfratz. Porygon ist auch am Start hier mit seiner Strahlattacke. Wir ziehen die gute Myla in Reverse Holo und leider nur ein Elevoltech. Ist mir jetzt ehrlich gesagt schleierhaft, warum dieses Glurak hier nicht erscheinen wollte, nachdem wir hier so ein schönes Begrüßungskomitee aufgestellt haben. Glumanda, Feuerenergie, ein Glutexo. Hat eben nicht sollen sein. Ich meine, wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich habe noch ein paar Packs zu Nacht in Flammen da und vielleicht ist ja da der Big Hit drin. Man weiß es nicht. Wir hoffen weiter und ja, falls euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr es mir gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Falls ihr, ja, sag ich jetzt mal, an mir bzw. an meinem Kanal Gefallen gefunden habt, dürft ihr gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Natürlich auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, falls hier sich auf diesem Kanal irgendwas tut. Und schaut auch gerne mal in meinen Streams vorbei. Ja, die kündige ich eigentlich immer rechtzeitig vorher an, wann ich online komme. Da erfahrt ihr eigentlich, ja, sage ich jetzt mal, alles zu Pokémon TCG, was euch interessiert. Da dürft ihr mich gerne alles fragen und löchern, was ihr wollt im Chat. Und natürlich verlinke ich euch auch diesen Account unten in der Beschreibung drin. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, tschüss, ciao und ade und man sieht sich beim nächsten Video.